Hi Leute, willkommen zu einer neuen Folge von The Weekly Game. Und der Monat hat angefangen und das heißt natürlich wieder, es gibt eine neue Folge vom Comic-Treff am Samstag um 18 Uhr. Diesmal müsste es beim guten Earl stattfinden, also der Comic-Treff. Das Thema ist, oder sind Krimis. Ist jetzt auch nicht so ein Thema, wo ich wirklich viel zu bieten habe, aber ich habe ja schon ein bisschen was gelesen. Ich habe auch heute noch mal was dabei. Das, was ich eigentlich mitbringen wollte, ist bisher nicht angeliefert worden. Sammelecke lässt sich wieder mal Zeit. Ich glaube also nicht mehr, dass ich das noch vorher gelesen kriege. Und naja, es gäbe noch ein, zwei Gesamtausgaben, die ich halt schon mal gelesen habe, die ich gerne mitbringen würde, aber die schaffe ich auch nicht nochmal zu lesen. Also die werde ich dann nur so in einer Kurzbesprechung nochmal mit reinnehmen. Also diesmal bin ich nicht ganz so gut aufgestellt für das Thema. Aber gut, ich bin trotzdem immer gespannt, was wir da wieder abreißen werden. Also ich freue mich immer auf unsere Comic-Treffs und dementsprechend an euch den Hinweis, schaltet beim guten Irr zum Comic-Treff ein. Und mehr habe ich nicht. Wir können loslegen. Vom Kniesebeck Verlag habe ich gelesen Seufzerstraße 109 unter Hausgeistern. Der Kniesebeck Verlag erweitert gerade so ihr Portfolio in Hinsicht Kinderbücher und auch Kinder Graphic Novels, Kindercomics, wie auch immer wir es bezeichnen. Einfach etwas mehr. Wir hatten ja auch schon die Sache mit Knobi, die fand ich ganz nett. Und jetzt haben wir hier halt die Seufzerstraße 109, geschrieben von einem Mr. Tan, der unter seinem bürgerlichen Namen Antoine Dole sonst eigentlich eher Mangas schreibt. Und was er so als Mr. Tan so veröffentlicht hat, weiß ich nicht. Scheint aber da auch eben dann mehr so Alben und Graphic Novels zu schreiben. Gezeichnet ist das Ganze von dem guten Yomogui Dumont. Und das ist auch der Grund, warum ich mir das anschauen wollte. Denn das ist derselbe Zeichner wie bei die Albtraumjäger. Und ihr wisst, die Albtraumjäger feiere ich ja seit dem ersten Band eigentlich total ab. Also ich liebe diese Reihe und freue mich da auf das, was sich da dann noch so ergibt. Dem guten Yomogui Dumont folge ich mittlerweile auch auf Instagram. Also ich bin da wirklich sehr angetan von ihm. Hier haben wir aber natürlich zwei komplett unterschiedliche Zielgruppen. Auch wenn das ja auch ein Thunfisch-Titel ist, das ist kein Kindertitel, das ist ein Jugendtitel. Das ist hier schon ein Titel, der sich wirklich an junge Leser richtet, so an Erstleser oder vielleicht auch zum Vorlesen gut geeignet ist. Wir haben, wie ihr seht, sehr, sehr große Panels größtenteils. Dementsprechend, hier braucht es ja kein größeres Format. Also hier bräuchte man jetzt kein Albumformat. Ich denke auch, dass das in Franzosien auch genau so und in Belgien halt genau so veröffentlicht wurde. Also auch in so einem Taschenbuchformatigen Comic. Also ihr seht es ja. Und dann können wir hier noch den daneben halten. So, seht ihr. Ist halt ein kleineres Format. Aber wie gesagt, der Stil ist auch, der ganze AC-Stil ist genau darauf ausgelegt. Und ihr seht ja auch, wir haben hier ein sehr charakterlich große Zeichnungen, also die Charaktere werden sehr groß und präsent gezeichnet, also das funktioniert. Also ne, das möchte ich einfach gleich so vorab halten. Also auf alle Fälle was für Erstleser, finde ich es auf alle Fälle eine gute Idee, so zweite Klasse, sehe ich hier als Zielpublikum oder eben mit zum Vorlesen, so an zwei Abenden, würde ich sagen, liest man das seinem Kind vor. Diese Geschichte beginnt mit einem Umzug. Wir lernen den Jungen Elliot und seine Familie kennen. Mutti und Papa, Geschäftsleute, immer unterwegs. Elliot halt dadurch oft sehr alleine. Ja, und die ziehen jetzt um in die Kleinstadt Idylle AD Freud, um genau zu sein in die Seufzerstraße 109. Eine Straße, die hier schon ihren Ruf weg hat, denn ja, sonst ist diese Stadt einfach eine wunderschöne, idyllische Stadt. Ja, nur diese Seufzerstraße Nummer 109. Da geht niemand gern vorbei, denn es gibt Gerüchte, dass es in dem Haus spuken soll. Und genau dort in dieses Spukhaus zieht jetzt Elliot mit seinen Eltern. Und die Eltern, ja, bleiben auch noch nicht mal die erste Nacht da, weil sie gleich wieder auf Geschäftsreise müssen, weswegen der Elliot hier gleich alleine bleibt in diesem Spukhaus. Und dann
Springen wir einfach so ein bisschen in der Zeit. Es sind ein paar Wochen vergangen. Elliot wird liebevoll frühst geweckt. Denken wir auch, haben Mutti und Papa sich das überlegt. Kümmern sie sich doch um den Jungen. So richtig liebevoll, wird richtig gut aufgebaut, dass man hier wirklich noch nicht weiß, was so richtig los ist. Ich spoilere es jetzt mal trotzdem hier diesen Anfang durch. Der gute Elliot steht dann auf, weil er gerufen wird zum Essen. Marschiert langsam runter. Ja, aber in der Küche sind nicht Mama und Papa, sondern Geister, die ihm das Frühstück bereiten und die sich eigentlich jetzt hier um den Jungen kümmern, weil die Eltern schon wieder auf Geschäftsreise sind. Und eigentlich soll natürlich der Elliot hier nicht allein sein, ne, und vor allem auch nicht von Geistern behütet werden. Also von den Geistern wissen die Eltern an dieser Stelle nichts. Nein, es kommt regelmäßig, ja, Kindermädchen vorbei, die halt sich dem Jungen annehmen sollen. Nur leider, aufgrund der Geister, hauen die alle im Regelfall gleich am ersten Tag wieder ab. Und Elliot sagt hier, Leute, das geht nicht. Also, bei den nächsten Kindermädchen, reißt ihr euch mal ein bisschen zusammen, dass sie nicht gleich wieder abhaut, okay? Weil das funktioniert so nicht. Ich kann hier, ne, ihr müsst schon ein bisschen mitarbeiten. Und so sagen die Geister ihm zu, ja, wir halten uns zurück. Und dann klingelt's an der Tür und ein neues Kindermädchen tritt herein und stellt sich erstmal vor. Die neue Babysitterin, ich heiße Frieda von Schloss und ich mag keine lauten Kinder. Ich mag auch keine Kinder, die sich beklagen, die lachen oder die herumzappeln. Aber atmen dürfen sie schon, ja? Ich mag auch keine Kinder, die Witze machen. Unangenehm. Ja, jetzt hat er zwar ein neues Kindermädchen, aber erste Begegnung ist natürlich erstmal nicht so vielversprechend. Aber Elliot sieht das Gute. Vielleicht mag der erste Eindruck erstmal nicht so gut sein, aber vielleicht ist sie ja doch ganz nett. Ja, vielleicht wollte sie so nur erstmal hier so, dass klar ist, ne, Verhältnis geklärt, alles gut, ne, und dann kann das ja auch ein bisschen lockerer angehen. Ja, aber ziemlich schnell wird uns klar, dass diese Frieda von Schloss ein Geheimnis verbirgt. Und das könnte Elliot noch in große Gefahr bringen in diesem Abenteuer. So, das sollte reichen. Finde ich super. Ich finde, das ist eine wunderschön erzählte Geschichte. Würde sich auch wunderbar als zum Verfilmen eignen, sowohl als eine Fernsehserie, als auch einfach nur so ein Film. Ich denke da so ein bisschen an den Film Mathilda, also an das Original, die Neuverfilmung habe ich bisher nicht geguckt. Aber so in die Richtung denke ich hierbei. Das stelle ich mir so vor. Ne? Also das könnte ein richtig schöner Kinderfilm werden. Und wie gesagt, es ist schon ein richtig schönes Kindercomic. Also ich habe richtig Spaß gehabt. Ja, die Zielgruppe ist ganz klar junge Leser. Also jetzt für einen Erwachsenen wird das nicht so viel parat halten. Aber ihr wisst, ich lese halt auch sowas ja gerne. Es macht einfach Spaß. Ja, so eine schöne, lockere Story. Die hat mir wirklich sehr gut gefallen. Dazu kommen halt die wunderschönen Zeichnungen von dem guten Yomogi Dumont, die ich halt wirklich richtig stark finde. Ja, und man erkennt seinen Stil klar wieder, aber man merkt, er hat hier schon eine andere Interpretationsebene gewählt, als er sie bei Die Albtraumjäger gewählt hat. Aber es passt natürlich auch, dass das eine Kruse-Geschichte ist. Ich bin sehr gespannt, ob es Fortsetzungen geben wird hiervon, denn es wird uns angeteasert. Es wird uns angeteasert, aber es steht jetzt hier keine 1 oder so drauf. Aber ich denke mal, da wird es einfach Seufzerstraße 109 Geisterkongress oder so ähnlich dann heißen. Oder die Geisterjäger kommen, aber ihr seht, hier ist der Teaser. Ich hab richtig Bock da auf noch mehr. Das hat mir einfach wirklich richtig gut gefallen. Dementsprechend, also für eure Kinder ist das mit Sicherheit was. Also, wenn ihr kleine Kinder habt, Erstleser, zweite Klasse, dritte Klasse, vierte Klasse, könnte ich vielleicht schon schwierig erachten, aber die haben Spaß damit. Ja? Und wenn ihr es bei den kleineren erste Klasse so ein bisschen zusammenlest, haben die auch richtig Spaß. Und wie gesagt, verfilmt gehört das. Also das wäre ein richtig toller Kinderfilm, sowohl als Animationsfilm, Zeichentrickfilm oder Realverfilmung. Ich kann mir das in allen drei Varianten gut vorstellen. Und das kann ich mir meistens nicht. Meist kann ich mir nicht vorstellen, dass man Comics gut als Realverfilmung umsetzen kann. Aber hier kann ich es mir doch ganz gut vorstellen. Man muss sich halt nur wirklich gut an die Vorlage halten, was die Geschichte angeht. Also da darf man nicht so viel dran rumwerkeln. Ja, mehr kann ich gar nicht mehr zu sagen. Mir hat das Ding richtig Spaß gemacht und ich hoffe auf weitere Bände davon. Dann habe ich vom Splitter, vom Thunfisch Verlag, oder besser vom Imprint Thunfisch, die letzte Gesamtausgabe von Benny Bärenstark
gelesen. Leider die letzte, denn der gute Benny ist nach auf den Spuren des weißen Gorillas in Dauerpause. Und zwischen der weiße Gorilla und John lagen auch 10 Jahre, weil John war 2004, wenn ich mich jetzt nicht lügen. Und auf den Spuren des weißen Gorillas war 2014, 15 halt erschienen. Also zwischen den Alben hier drinnen liegt halt jedes Mal wirklich eine Menge Zeit. Wir dürfen nicht vergessen, Pio ist in der Zwischenzeit halt auch verstorben. Die Schlumpfmania wuchs heran, stand dann natürlich ohne den leitenden Kopf dahinter da, weswegen der gute Terry Gulliford, der dann so ein bisschen das Zepter übernahm, das Erbe seines Vaters anging, aber natürlich ist es trotz allem als Familienbetrieb weitergeführt worden und es ging dann natürlich erstmal darum, die Schlümpfe weiterhin präsent zu halten, sie am Leben zu erhalten und so, ja, haben wir ja mittlerweile auch einen Ausstoß von einem Schlumpfalbum pro Jahr. Dementsprechend haben wir auch mehrere Leute, die mittlerweile die Schlümpfe zeichnen. Sonst wäre das nicht möglich. Zusätzlich haben wir ja auch jetzt noch die Schlümpfe und das verlorene Dorf, was auch jährlich erscheint. Also müssen ja mindestens 4 Hauptzeichner mittlerweile bei den PO Studios sich nur mit den Schlümpfen beschäftigen. Also, wie gesagt, das Hauptaugenmerk liegt nun mal bei den Schlümpfen. Dazu kam ja nochmal der Erfolg mit den 2 Realfilmen und dem Animationsfilm und der jetzigen TV-Serie. Das alles frisst natürlich auch Ressourcen auf, das darf man nicht vergessen. Aber man hat wenigstens bei beiden, sowohl bei Johann und Pfiffikus als auch bei Benny Bärenstark versucht, die Sache weiterhin irgendwie am Laufen zu halten. Aber wir brauchen Deutsch für beide Serien eigentlich einfach wieder einen neuen Zeichner, der halt für diese Serie geeignet ist. Und da sind die PO Studios oder vor allem Terry Gilliford und auch seine Schwester ziemlich streng, wer da nochmal irgendwo ran darf, weil die müssen einen gewissen Stil haben, das muss funktionieren. Da sind die wirklich sehr streng, wie sie da den Zeichner auswählen. Hier die Alben wurden gezeichnet von Pascal Ferry, die euch hier drin erwarten, der auch schon viele Alben der Schlümpfe gezeichnet hat. Ja, muss man auch dazu sagen, da sind auch ein paar wirkliche Liebhaber-Alben da drin. Ja, ansonsten geht es hier noch ein bisschen um Werbematerial, was eben rund um Benny so erschienen ist. Und ansonsten lag auch innerhalb dieser Zeitspanne 1990 bis 2015 auch der 50. Geburtstag unseres jungen Helden und der wurde im Spirou mit einer Spezialausgabe damals gewürdigt. Wir haben hiervon aber leider nur 3 Hommage-Geschichten bekommen. Also da werden mehr drin gewesen sein. Gehe ich von einfach mal aus, dass wahrscheinlich, ne, aber für mehr werden sie nicht die Rechte bekommen haben. Dabei ist auch ganz lustig, hier ist auch eine dabei mit einem erwachsenen Benny Bärenstock, der mittlerweile an einer chronischen Erkältung leidet, was ich auch richtig, richtig klasse fand. Und dann erwarten uns halt unsere Alben. Und ihr seht, hier habe ich so einen kleinen Fehldruck. Ne? Also ihr seht, die Seite ist verschoben. Kann passieren, stört ja nicht. Ich habe ja alles drauf, was ich lesen will. Schokolade und Knallbonbons. Ja, eine Schokoladenfabrik hat eine neue Maschine bekommen, um Schokoladenhohlkörper zu erschaffen, in die man auch mit dieser Maschine Spielsachen zum Beispiel in die Osterhasen hier als Beispiel verpacken kann. Also typisch so Ü-Ei-mäßig. Das wird hier auch die Inspirationsquelle des Ganzen gewesen sein. Ja, aber irgendwelche Gangster machen sich diese Maschine zunutze, um in der Schokolade Drogen zu verstecken und zu schmuggeln. Und ein Mitarbeiter bekommt von der Sache Wind und möchte das natürlich seinem Chef melden, wird aber nun von den Gangstern verfolgt. Aber wie der Zufall so will, taucht da wie immer der gute Benny Bärenstark auf und wird in diesem Abenteuer verwickelt und hilft dem Forscher natürlich damit heiler Haut rauszukommen. Außer natürlich, er würde sich mitten in der Geschichte erkälten, weil er mit Motorrad durch den Regen fährt. Gesundheit! Gleichfalls! Das nächste Album, John, ist dann eine Geschichte wieder mit Onkel Hubert. Es sind Ferien und Onkel Hubert nimmt den guten Benny mit. Naja, ein Skiurlaub? Nicht so wirklich. Der gute Onkel Hubert hat den Auftrag, hier einen Jungen als Bodyguard zu dienen, der von Paparazzis belästigt wird, weil sein Vater ist ein großer Filmstar. Und Benny soll halt mitfahren, kann ein bisschen Spaß haben und sich mit dem Jungen anfreunden.
wie das so ist. Nur nebenher gibt es noch ein paar Unstimmigkeiten hier in dieser Ortsgemeinde, wo unsere beiden Freunde Onkel Hubert und Benny jetzt gerade Urlaub machen. Denn es gab ein altes Dorf und das hat man jetzt verlassen und der aktuelle Bürgermeister würde das halt gerne umbauen, zu einem Ferienlager für Kinder, während der Dorfälteste oder Ortsälteste und Mitbegründer der Gemeinde sich dessen verwehrt, und das führt dann zu einigen Reibereien noch, in die dann der gute Benny und sein neuer Freund mit hineingezogen werden, die sowohl lebensgefährlich für die beiden ausgehen könnte, als halt auch für das ganze Dorf. Das bisher letzte Album, Auf den Spuren des weißen Gorillas, ist eine Geschichte mit dem guten Piepke. Das ist ja der Taxifahrer, der ja sehr eng mit dem guten Benny befreundet ist. Und der hat eine Reise gewonnen nach Afrika zu zweit. Da er nicht weiß, wen er mitnehmen soll in Urlaub, nimmt er den guten Benny mit aus Safari nach Afrika. Wie der Zufall so will, sitzt Onkel Hubert auch im selben Flugzeug, denn der soll hier den Präsidenten gerade beschützen und dementsprechend gibt es auch ein kleines Wiedersehen zwischen den beiden, während halt Onkel Piepke und der gute Benny hier Urlaub machen. Ja, stoßen sie auf ein Geheimnis um einen weißen Gorilla. Und gleichzeitig auf eine Menge Wilderer, die natürlich auch noch den Präsidenten aus dem Weg haben wollen. Das erklärt, warum Onkel Hubert dann dabei ist. Auch richtig stark. Also das würde ich sogar als das Highlight dieses ganzen Bandes bezeichnen. Das erste Album, Schokolade und Knallbonbons, würde ich sagen, ist so das schwächste Album. Liegt aber auch vor allem daran, dass wir kein großen Szenarienwechsel haben. Wir sind dort ausschließlich in einem Heißluftballon unterwegs und wir haben wenig Abwechslung in dieser Geschichte und das zieht sich so ein bisschen beim Lesen. John John ist super spannend, hat wirklich auch einige wunderschöne emotionale Momente, einfach auch rundum gelungen. Aber Weiße Gorillas, das hat einfach so einen gewissen Flair. Natürlich liebe ich auch eher solche Abenteuergeschichten. Erinnert natürlich auch stark an das ein oder andere Spiro-Album. Da denke ich halt an den Roten Elefant oder Mission Nashorn. Da muss ich dann halt unweigerlich dran denken. Und ringsrum würde ich sagen, alle drei Alben sind super gut wieder gelungen. Also ich habe wirklich einfach Spaß mit Benny Bärenstark. Es hat natürlich etwas sehr Naives, diese Serie. Aber einen so schönen Charme, der mir einfach so extremst gefällt, den ich einfach wirklich liebe. So ging es mir damals auch mit Ein Abenteuer mit Sophie, aber ich würde sagen, hier ist das Ganze einfach noch ein Stückchen stärker, ne? Dieser Charme, den diese Serie ausstrahlt. Also ja, es ist einfach wirklich eine tolle Serie, richtet sich natürlich auch wirklich sehr stark eher an die jüngeren Leser, aber ich glaube, das gilt für alle PO-Werke. Das sind so wirklich dann die Spiro-Titel, die sich an die wirklich jüngere Generation. Und natürlich liebe ich auch die Zeichnungen, diese halt eben auch sehr minimalistischen Zeichnungen eigentlich, aber die einfach diesen Flair haben, der mir super gut gefällt. Da hat halt der Steve von Waltery damals in der zweiten Gesamtausgabe überhaupt nicht zugepasst. Dementsprechend war es eigentlich gut, obwohl ich den sonst so geil finde an Natascha und Co., dass er da dann doch wegkam von der Serie. Und das hier sieht halt wirklich so aus, wie ich mir Benny Bärenstark vorstelle. Also das ist einfach toll. Von Carlsen Comics habe ich gelesen, Is No Good, die Tabery Jahre 1990 bis 2004. Damit sind jetzt leider auch die John Tabery Jahre beendet. So muss man das halt jetzt leider sagen, nachdem Jagoskini verstarb, hat Tabery die Reihe ja komplett selbst weitergeführt. Das war auch vertraglich so abgesichert. Wenn einer von beiden stirbt, kann der andere die Serie halt weitermachen. Ne? Das ist auch hier so ein bisschen anders gewesen, was die Rechte angeht. Normalerweise ist so die Rechtslage bei diesen ganzen franco-belgischen Comics so geregelt, dass der Zeichner 2/3 der Rechte hat und der Szenarist nur 1/3.
Aber Tabery hat den Deal mit Goscinny von sich aus so angeboten, dass hier halt wirklich 50-50 ist. Als redaktioneller Teil erwartet uns jetzt hier drin ein langes, ausführliches Interview mit Nicholas Tabery, der ja der neue Zeichner von Is No Good ist. Das wären dann die drei Alben, die bei Danny Books erschienen sind, die ich dann als nächstes dann mal irgendwann mal angehen muss. Hier wird natürlich alles nur aus der Sicht von Nicholas weitergegeben. Das ist aber eben genauso erhellend und interessant und so auch auf... eingegangen wird hier auch auf die szenaristische Arbeit von René Goscinny, wie er das gestaltet hat und wie es dann halt der gute John Tabery gemacht hat, der da ganz anders vorgeht. Denn der gute John Tabery hatte immer einen Notizblock liegen und da hat er sich Sprechblasen einfach nur eingetragen. Er hat gar nicht seine Story geschrieben, sondern hat die Sprechblasen und dann hat er das zeichnerisch umgesetzt bis zu dem Punkt, wo die Sprechblasen, die er schon aufgeschrieben hatte, zu Ende wurden oder die nächsten Sprechblasen sich überlegt. Weil hier sind auch ein paar nicht veröffentlichte Geschichten von ihm drin oder sagen wir mal ein paar Geschichten, die halt nur angefangen wurden, aber nie beendet wurden. Wie ihr hier halt so seht, hinten wird mit 6 Geschichten geworben. Man muss aber dazu sagen, dass 3 davon halt Kurzgeschichten sind. Also wir haben hier 4 Alben, aber 6 Geschichten drin. Bei dem allerersten Album hier drin haben wir halt die klassischen Kurzgeschichten, die sehr wohl anders sind als die, wie wenn sie von René Goscinny geschrieben wurden. Das ist zumindest mein Feeling dabei. Das sind halt wieder diese abstrusen Ideen. Hier zum Beispiel stoßen unsere Freunde auf eine Badewanne. Wenn man in der badet, verschwindet man und landet auf einer Insel mit einer Nymphomanin. Die möchte auch nur die Dicken. Die Dünnen werden gleich im Meer versenkt, ne, weil man sehr umtriebig auf dieser Insel ist und dementsprechend ziemlich schnell abnimmt. Und die einzige Rettung von der Insel ist halt dem Vorgängerkerl, der auf der Insel ist, die Hand zu reichen, damit man wieder im Hier und Jetzt erscheint. Und natürlich denkt sich dann der Gute ist nur gut, damit lasse ich doch den Kalifen verschwinden, um Kalif anstelle des Kalifen zu werden. Nur haben so ziemlich alle Untergebenen, die von dieser Badewanne erfahren, dann Interesse in dieser Badewanne zu versinken, denn wer hat nicht Lust auf einen Nymphomanen? Danach bekommt der gute Isnogut eine besondere Form der Laufschuhe, die halt so lange laufen, bis man durch eine Zielflagge rennt und die möchte er dem Kalifen geben, damit er eben unendlich lange läuft. Ja, man merkt, das sind alles trotzdem so ein bisschen Hommage an die Werke von René Goscinny. Man merkt, dass sich Tabery da schon so ein bisschen an ihn orientieren wollte. Das merke ich jetzt hier auch zum Beispiel dann bei Ruchlose Machenschaften. Das ist nur gut, wo hier schon diese Einleitung, ne, hier mit diesem Fakir, der über ein Seil läuft und dann entscheidet, ach, ich gehe lieber neben dem Seil, das ist einfacher. Das ist so typischer René Goscinny. Hier bekommt der gute Isnogut eine Kreide in die Hand, die ein Loch erscheinen lässt. Im ersten vollwertigen Album ja, erfahren wir, dass der Kalif alle 5 Jahre einen Eroberungsfeldzug bestreiten muss, um als Kalif bestätigt zu werden. Also er muss andere Ländereien erobern und der uralte General, der hat da natürlich eine Lösung für parat, wie man das machen kann, ohne wirklich jemanden zu überfallen. Denn der Kalif ist ja ein sehr gutmütiger Mensch und er möchte natürlich niemanden was Böses. Nur hat Isnogut natürlich wieder einen Zauberer gefunden, der die Karte dann verzaubert. Und so muss der Kalif jetzt gegen ja Sultan Pulmankar, den wir ja schon mehrfach kennengelernt haben, nun in den Krieg ziehen. Und zu einem ist der natürlich ein sehr brutaler Sultan. Zum anderen ist er nicht gut auf Isnogut zu sprechen. Vor lauter Schreck fällt dann natürlich auch noch der General in Ohnmacht. Ja, und der einzige Ersatzmann für den General wäre dann Isnogut, der also jetzt befördert wird zum Kriegsgeneral. Und das freut unseren guten Isnogut, der denkt sich nur, juhu, ich darf in den Krieg ziehen, ich darf mich mit Pulmankar gegenseitig abschlachten. Und wir denken uns nur, hä? Du wolltest doch, dass der Kalif abgeschlachtet wird. Wieso willst du denn jetzt in den Krieg ziehen? Du wolltest doch genau das ganze Gegenteil. Und da merkt man halt wirklich diese abgetretenen Ideen, die John Tabery dann da hat. Also diese Richtung, die das dann annimmt, alles. Also richtig genial. Und auch die Auflösung am Ende, auch richtig stark. Und da sieht man halt auch so franco-belgische Alben sollte man, auch wenn es nur Funnies sind, hintereinander weglesen, in der richtigen Reihenfolge. Darum ist es schlecht, wenn man sowas wie Asterix und Lucky Luke nicht chronologisch richtig veröffentlicht. Nämlich aufgrund des Vorgängeralbums haben nämlich der Kalif und Sultan Pulmankar jetzt eine enge Freundschaft. Das Problem ist, Pulmankar ist nicht so gut auf den guten Isnogut zu sprechen. Und dementsprechend, damit der Friede bestehen bleibt, muss Isnogut
federn lassen. Der Kalif berichtet das auch dem guten Ismogut, eigentlich in der Hoffnung, dass wenn der Kalif zurückkommt aus der vom Sultan Pulmankar, er die Füße in die Hand genommen hat und weggerannt ist, ne? Weil er nicht möchte, dass sein lieber guter Ismogut stirbt. Aber Ismogut sieht jetzt halt wirklich einfach nur die Daumenschrauben angezogen und denkt sich, okay, wir müssen Zauberer finden, die uns helfen. Und zum Glück ist gerade eine Zauberermesse. Und dementsprechend gibt es, na nicht wirklich, ein Wiedersehen mit einigen Zauberern, die wir noch aus der Goscinny-Ära kennen. Aber wir sehen sie jetzt nicht direkt, aber eben die unterschiedlichen Anspielungen auf Zaubereien. Und das letzte Album, das ist wieder so abgedreht, denn es spielt während des Kalifats und gleichzeitig in unserer realen Welt. Also das Ding ist dreifach Meta. Also ist so gut, ist ja eh immer Meta, Meta, ne, vierte Wand und so. Aber hier, das geht nochmal ganz anders vor. Nämlich in der realen Welt, in unserer Welt, gibt es einen jungen Mann, der kann astral wandern in die Vergangenheit und die Erblinien von bestimmten Personen verändern. Und den sein Sohn wiederum ist großer Fan von Ismogut und wünscht sich nun von seinem Vater, dass dieser, dem guten Ismogut, also hier ist der Sohn in Verkleidung, soll nun dem guten Ismogut helfen, Kalif anstelle des Kalifen zu werden. Natürlich denkt sich jetzt der junge Mann, Hans Wurst hieß er genau, Hans Wurst denkt sich, das kann ich doch gar nicht, das ist eine fiktive Figur. Aber er liest daraufhin alle Ismogut-Alben, die bis dahin erschienen sind und denkt sich, ey, ein Mann, der sich so anstrengt, der braucht Hilfe. Und versucht dann, in dieses Comic-Astral zu wandern, um von dort aus die Erblinie des Kalifen auszulöschen. Also das zeigt wieder diese extreme Abgedrehtheit von John Talbury, dieses letzte Album. Generell ist Ismogut, vor allem auch seit John Talbury, sehr Meta, also durchbricht immer wieder die vierte Wand, also sowohl ist nur gut als auch tu nicht gut, die sprechen regelmäßig mit uns. Das ist halt auch immer wieder witzig, weil auch dadurch halt immer so Streitereien entstehen. Ne? Wir haben halt tu nicht gut, der uns irgendwas verrät, ne? Weil er die Kappe nicht halten kann. Ja, ich habe von ist nur gut Schatz geklaut. Und ist nur gut tut dann immer so, als hätte er es nicht gehört, hat es aber gehört und versucht dann tu nicht gut eben mit in eine Falle zu locken, um ihn dann bestrafen zu können. Das ist so göttlich immer. So, aber dieses letzte Album dann setzt dann noch mal eine Schippe oben drauf. Es muss jetzt dazu gesagt werden, wir haben es hier nicht mit einer Neuübersetzung zu tun. Also wir haben hier die Übersetzung der neunbändigen Gesamtausgabe vom Egmont Verlag. Das wird hier drinnen auch klar im Impressum angegeben. Also hier, das ist kein Vorwurf oder so. Es wird klar angegeben. Ich möchte ja darauf verweisen, dass ich auch schon solche Sachen in der Hand hatte, wo mir auch bekannt war, dass es die alten Übersetzungen sind. Aber niemand irgendwo mal auf den Originalverlag mit der Originalübersetzung verweist, da mal einen Hinweis gibt, weil so einfach kann man das ja auch nicht machen. Ich werde jetzt mal keinen Verlag namentlich nennen. Wir wollen ja keine schlafenden Hunde wecken. Aber das ist halt fragwürdig, wenn das in der Gesamtausgabe vorne nicht mit dabei steht. Das ist also jetzt nicht als Kritik gemeint, aber es gab hier eine Stelle im vorletzten Album, müsste es gewesen sein. Da spricht halt der gute Tunichtgut wieder mit uns Zuschauern und verweist uns auf die Abenteuer von Ismogut, dass wir die doch alle lesen sollten und verweist uns darauf, dass die halt in einer neunbändigen Gesamtausgabe vorliegt. Und daher hätte man vielleicht jetzt hier nochmal anpassen sollen, denn eigentlich, wir haben ja hier das ist ja nicht ein neunter Band. Und es sind auch noch keine neuen Bände jetzt bei Carlsen erschienen und wird es ja auch gar nicht, weil ja die Alben ganz anders verteilt sind. Ich kann nur wieder sagen, das ist abgedreht. Das ist unerwartet. Es ist total Meta. Und es ist durchgeknallt. Und das macht dadurch Spaß. Und das hat so einen bitterbösen Humor auch immer wieder. Es ist nicht für Kinder. Also ganz klar, also dieser Band ist überhaupt nicht mehr für Kinder. Also die René Goscinny-Werke, ja, die könnt ihr auch noch einem Kind geben. Mit den Tabletop-Jahren wird es schwierig, also schon mit dem Vorgängerband. Aber hier, nein, nein, lasst es. Es ist ein bisschen too much. Es ist einfach too much, okay? Aber ich feiere es total. Wobei die Nicholas Tabletop-Bände, die würde ich auch wieder Kinder geeignet betrachten. Also die beiden, die ich gelesen habe. Na, aber hier, also hier gerade mit dem, oh, nee, seid damit lieber vorsichtig. Also vielleicht erst ab 12 bis 14. Ne? Also eher noch 14. Ne? Dann könnte es hingeben. Geil. Ich hatte Spaß. Die Gags funktionieren.
Tabery hat einen extrem geilen Humor. Er gefällt mir weitaus besser als der von René Goscinny. Das war ja auch schon bei Valentin so. Und zieht sich hier halt einfach durch, auch bei Is No Good, dass für mich John Tabery einfach weitaus besser das Ganze inszeniert hat als René Goscinny. Und ich weiß, dafür möchten mir viele auf den Deckel wahrscheinlich steigen. Aber das ist mein Gefühl, dass gerade John Tabery Is No Good einfach weitaus besser noch schreibt als René Goscinny, und der hat schon gute Arbeit geleistet. Aber das ist nochmal ein ganz anderes Niveau, und das war auch bei Valentin so. Also auch für Valentin kann ich nur nochmal die Empfehlung aussprechen. Das ist beim Alpha Lag in 2 Gesamtausgaben erschienen. Ich liebe es. Von Panini Comics habe ich gelesen Spider-Verse, neue Geschichten aus dem Spider-Verse. Hier drin haben wir, wie so oft, eine Age of Spider-Verse Serie drin, und zwar Age of Spider-Verse 2023. Diese führt uns aber jetzt nicht zu einem Spider-Verse Event. Zumindest scheinbar nicht. Es gibt ja dann doch schon in einem Heft so kleine Andeutungen, aber ich glaube nicht, dass es halt wirklich irgendwo hinführt, okay? Hier geht's einfach nur darum, halt wieder mal ein paar Spinnenabenteuer von unterschiedlichen Spider-Man zu zeigen. Und dafür teilen sich immer zwei Spider-Man oder Spider-Womans ein US-Heft. So haben wir in der ersten Geschichte erstmal den guten Spider-Rex, der sich mit Kraven rumschlagen muss, und dann später noch mit Venom. Okay, fand ich jetzt wirklich nicht so geil. Dann haben wir hier eine sehr düstere Geschichte. Das weiß ich aber nicht, worauf die beruht, wo die herkommt. Wir haben ja einen Norman Osborn, der sich hier hilfesuchend an ein Spinnenmonster wendet. Dann geht es weiter mit der Prinzessin Spider-Woman, die wir im letzten Age of Spider-Verse kennengelernt haben. Und hier wird einfach ihre Geschichte dort weitergesponnen, wo halt End of Spider-Verse geendet hat. Also sie wurde ja aus ihrer Welt gezogen, um Spider-Verse mit zu kämpfen. Nun kommt sie zurück und ihr wird die Schuld an dem scheinbaren Koma ihrer Mutter von Dr. Octopus oder wie auch immer wir sie nennen wollen, in die Schuhe geschoben. Und auch hier wieder ist Kraven der Hunter drinne. Warum auch immer. Ist überhaupt nicht mein Fall. Also das finde ich ganz, ganz schwierig zu lesen. Ich weiß nicht. Also es sagt mir gar nicht zu. Liegt vielleicht auch daran, weil ich früher ein großer Disney-Fan war und ich das eher als eine Beleidigung empfinde als alles andere. Aber okay. Aber danach kommt eine Story, Leute. Richtig düster. Wobei ich hier jetzt dieses Starter-Panel nicht so ganz in diesem Zusammenhang verstehe. Aber hier, wir sind irgendwo mittelalterlich angesiedelt. Die Leute hier im Ort leben zwar gut miteinander, aber fremd gegenüber sind sie halt verschlossen. Und dann kommt die böse Hexe. Ich denke mal, soll der grüne Kobold darstellen, wenn ich hier so um die Halskette gucke. Ja, und bittet in diesem Dorf um Obdach. Niemand gibt ihr Obdach. Daraufhin verflucht sie das ganze Dorf. Und alle Kinder, die geboren werden, werden mit Mutationen geboren und dann getötet. Eine Mutter bringt aber ihr Kind weg. Also gebärt heimlich, bringt das Kind weg, so dass dieses Kind abseits des Dorfes aufwächst, bis, wie soll es anders sein, Kraven der Jäger auftaucht. Nein, doch. Oh. Wird ein bisschen viel, Kraven der Jäger. Die Story fand ich richtig stark. Dann haben wir eine Story zu dem guten Spider-Boy, der ja jetzt wieder zurück ist, nachdem wir alle ihn vergessen haben, dass er mal Teil des 616-Universums war. Selbst wir Leser haben das vergessen. Ja, und ihm geht's eigentlich nur darum, dass er jemanden findet, der sich an ihn erinnert. Muss ich sagen, doch, das hat funktioniert bei mir. Ihr wisst, ich mag diese Figur nicht, weil ich sie halt als so sinnlos erachte, dass man sie nicht braucht, aber die Geschichte hat funktioniert. Die hat mir Spaß gemacht. Das muss ich halt auch so ehrlich muss ich dann sein. Wenn mir eine Geschichte gefällt, muss ich das auch betiteln können. Dann haben wir hier eine Story rund um Spider-Smasher. Und Spider-Smasher haben wir kennengelernt in Miles Morales Band Nummer 7. Denn das ist die kleine Schwester vom guten Miles aus der Welt, wo halt Salem Miles getötet hat, seinen Platz eingenommen hat und sozusagen über New York herrschte. Salem ist ja jetzt besiegt, aber nach wie vor, ja, gibt es halt Probleme in dieser Stadt.
Und dafür, um diese zu bekämpfen, tut sich in diesem Band die gute Billy, glaube ich, heißt sie, also Spider-Smasher, mit einer neuen Black Cat zusammen, die auch einiges mit dem guten Miles verbindet. Ja, ist eine nette Erweiterung zu ja, der guten Spider-Smasher. Also wenn man das hier gelesen hat, ist das nicht so verkehrt, das mitzunehmen. Ist aber jetzt auch nichts, wo ich jetzt sage, es hat einen großen Impact. Mir gefiel aber auf alle Fälle die letzte Seite. Dann haben wir eine Story, die auf The Deadly Neighborhood Spider-Man beruht, und da haben wir hier diese gute Spider-Woman, keine Ahnung wie sie heißt, die irgendwie in der Traumwelt unterwegs ist und dort Traummonster bekämpft, die sonst die Realität gefährden würden. Ich weiß halt leider überhaupt nichts über diesen Deadly Neighborhood Spider-Man, das habe ich einfach direkt ausgelassen. Und danach haben wir wohl den coolsten Spider-Man von allen, namens Headline. J. Jonah Jameson als Spider-Man. Das hat irgendwie was. Es ist so dämlich, wirklich, es ist so dämlich, dass das irgendwie Spaß macht. Aber wirklich, ihr müsst mit diesem dämlich rangehen, ja. Und dann haben wir die gute Akana, ehemals Spider-Woman, die sich einem multiversionellen Elektro-Problem stellen muss. So, das wären jetzt so ganz kurz angerissen diese Storys. Ich bin jetzt nirgendwo wirklich deep eingegangen, was da drinnen passiert. Es funktioniert auch nicht. Wir haben hier halt immer nur, ja, halbe Comic-Hefte-Story. Also, keine Ahnung, 12 Seiten oder so, was das ist. Da kann nicht viel Plot bei rumkommen. Muss man dazu sagen. Es gab Stories, die fand ich richtig cool. Die sind kein Mega, aber die fand ich cool. Das war Spider-Boy aus irgendeinem Grund, obwohl ich die Figur selbst nicht mag. Ich mochte diese Geschichte um Norman, der dieses Spider-Monster anheuert. Richtig, richtig cool. Ich mochte die Mittelalter-Story, fand ich sehr cool, mit diesen ja, Spinnenmutanten. Die fand ich richtig cool. Spider-Boy hatte ich gerade schon gesagt. Und die hier zu Deadly Neighborhood Spider-Man, obwohl ich das nicht gelesen habe, das bereue ich jetzt hier nach, weil das ist cool. Und es ist auch vom selben Kreativteam wieder gestaltet. Also das ist wirklich richtig, richtig cool gemacht. Damit hätte ich gar nicht gerechnet, dass es so ein geiles, sowas Geiles ist. Wiederum das letzte USF, wo wir hier Headline drin haben und Arcana, würde ich bei beiden Storys sagen, braucht man nicht. Ja, Headline ist halt so dämlich, dass man dem halt nur darum was abgewinnt. Das ist so der Held an, weil es einfach so saudämlich ist. Die Arcana-Story geht halt nur darum, dass sie eigentlich Minderwertigkeitskomplexe hat und die versucht ein bisschen zu überwinden. Ne? Also das funktioniert super auf 12 Seiten. Also mein Fazit ist, kann man machen, kann man immer machen, aber es wird sich nicht hier hinter mir einreihen. Also es wird hier nicht neben End of Spider-Verse stehen. Das kommt oben in den Schrank zu Spider-Zero. Ja, Spider-Zero hieß es, glaube ich. Oder hieß es Spider-Verse-Zero, ich weiß es nicht. Da kommt das hin. Weil es für mich, ja, es ist nice to have. Ein, zwei Stories fand ich richtig stark. Die anderen aber eben nur so lala. Und dementsprechend, also mehr als nice to have, mal mitnehmen, wenn man ein paar Stories so für zwischendurch will, kann man machen. Man sollte hier keine großen Erwartungen haben. Es scheint auch nicht auf irgendein Spider-Event hinzudeuten. Man könnte da jetzt vielleicht was reininterpretieren, weil Madame Web und Spider-UK in der Arcana-Story da irgendwas anteasern, aber nein, 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 glaube ich nicht. Sonst wäre schon in den anderen Heften was passiert, wie wir es halt hier auch gewohnt waren. Hier war es ja so, wir haben unsere Story und am Ende tauchen die Web-Warriors auf und sammeln halt Spider-Mans ein. Das ist hier nicht der Fall. Wir setzen im Regelfall nach End of Spider-Verse ein. Die Spider-Mans und Spider-Womans sind zurück und wir beschäftigen uns jetzt damit, was danach bei ihnen so abging. Plus eben Stories von Spider-Mans, die kein Teil von End of Spider-Verse waren, wie Deadly Neighborhood Spider-Man und diesem Horror-Spider-Man und Spider-Smasher, ne? Also die sind halt Stories, die dann woanders ihre Basis herhaben. So, ja, wie gesagt, kann man machen, aber brauchen würde ich, also brauchen tut man es nicht. Von Carlsen Comics habe ich den zweiten Band der Spiron Fantasio Spezialreihe gelesen, die steinernden Riesen. Den hatte ich dem guten Comics abgekauft. Der hatte, ich glaube, es waren insgesamt 4 so Spiro und Fantasio Spezialalben mir im Angebot. Eigentlich waren es, glaube ich, sogar
5, aber das eine war halt schon mit der Gesamtausgabe abgedeckt, weswegen das für mich halt da keine Rolle gespielt hat. Die anderen habe ich halt gerne mitgenommen, weil das ist ja dann noch so eine ewige Baustelle. Ich werde es dann bestimmt bereuen, falls sie dann doch irgendwann in den Gesamtausgaben mit drin sind, dann wird's blöd. Wäre das zweite Album halt aus der Spezialreihe, wäre aber die erste Hommage, die bei uns veröffentlicht wurde. Denn das erste Spezial war Fantasio und das Phantom, das ist eine alte Frank Hirsch Story. Und das dritte wäre dann Spirou bei den Pygmäen und auch das ist eine alte Frank Hirsch Story. Dementsprechend, das wäre jetzt wirklich die erste Hommage-Story. Story stammt hierbei von Wellman, also von Fabienne Wellman und die Zeichnung von Joanne. Und wenn ich es richtig verstanden habe, war ursprünglich auch diese beiden gedacht, Spirou und Fantasio als Hauptautor und Zeichner zu übernehmen. Aber dazu ist dann nicht gekommen. Stattdessen wurde halt aus diesem Album der Startschuss für diese ganzen Hommagen, die dann erschienen sind. Weil bis dahin hatten ja Spirou und Fantasio immer ihren festen Autor und ihren festen Szenario, bis die dann irgendwann ja aufgehört haben und dann neue übernommen wurden. Und sie wären eigentlich, wie gesagt, geplant für die nächsten, als nächstes Team gewesen. Dazu ist es aber, wie gesagt, nicht gekommen. Stattdessen hat man sich dann für diesen Hommage-Stil entschieden. Jetzt ist ja wieder ein Kreativteam dran, nach, keine Ahnung, 20 Jahren, welche aber auch schon an den Hommagen mitgearbeitet haben. Wir werden das dann weiter beobachten, sofern ich da jemals ankomme. In diesem Band helfen ursprünglich der gute Spirou und dem guten Fantasio, einem befreundeten Forscher, einem befreundeten Archäologen vom guten Rummelsdorf dabei, auf dem Meeresgrund ja Kunstschätze zu finden oder Kulturschätze, die dort vermutet werden und sie werden auch fündig. Dementsprechend bergen sie die und mit Forscherteam Rummelsdorf werden die Bergungen halt untersucht. Es stellt sich heraus, die hätten dort gar nicht sein dürfen unter Wasser. Die sind irgendwo von einem Schiff wohl runtergefallen oder das Schiff ist versunken. Jedenfalls sollte das nicht dort sein. Und dementsprechend versucht man jetzt herauszufinden, von wo das kommt, findet natürlich seine Hinweise und will die nachgehen. Während aber unser Forscherteam hier so schön agiert und arbeitet, hat der Fantasio eine richtig geile Idee. Man könnte doch noch einen Archäologen ins Boot holen, jemanden, der so richtig geile Medienwirksamkeit hat, und zwar den guten Bill Gataway. Dieser ist halt eigentlich nur ein reicher Schnösel, der jetzt als Hobby Archäologie betreibt und natürlich mit seinen finanziellen Mitteln sich hier halt behilft, ihm schnellstmöglich Ausgrabungen durchzuführen und Fundorte herauszufinden, wo halt unsere Team Rummelsdorf halt noch wirklich Kleinarbeit machen bei der Forschung. Reicht ihm hier eine Feder, die er von einer Mumie kurzerhand stibitzt, um herauszufinden, von welchem Tier diese Feder stammt und an welchem Strand ursprünglich dieser Vogel heimisch war, um dann herauszufinden, wo diese Kulturschätze wirklich herkommen. Denn der Verdacht steht im Raum, dass diese Statuen und die Mumie aus dem legendären Reich Mu stammen oder halt aus Atlantis, was so ziemlich dasselbe fast sein dürfte, denn auch Mu ist ein versunkener Kontinent wie Atlantis. Also man geht davon aus, dass sich diese Legenden so ein bisschen gegenseitig inspiriert haben. Jedenfalls möchte Team Rummelsdorf nicht mit Bill Gataway arbeiten und jagt ihn davon. Problem ist, Fantasio hat einen Exklusivvertrag mit Bill Gataway über eine Reportage abgeschlossen, über diese Schatzsuche nach dem Kontinent Mu und begleitet darum jetzt Bill Gataway und naja, fällt dann natürlich wieder auf eine Femme Fatale rein, wie so oft. Wenn der gute Spirou wiederum mit dem Archäologen zusammenarbeitet und in mühsamer Kleinstarbeit versucht, Mu zu finden. An sich von der Story her ist es halt ein ganz klassisches Spirou-Fantasio-Abenteuer. Es gibt, denke ich, nur wenig Punkte, die da so ein bisschen aus der Reihe springen. Wir haben hier auch eine kleine Liebelei zwischen Spirou und einer jungen Dame, also nicht nur Fantasio, der sich mal wieder verliebt, sondern auch, da ist auch eine kleine Liebelei bei Spirou am Laufen, die sich aber erst so am Ende wirklich entschlüsselt. Also wir merken, dass die junge Dame sehr wohl Interesse an Spirou hat, aber ihr wisst ja, Spirou ist da ja immer so ein bisschen verhalten. Während ja zum Beispiel bei Pacific Palace es ja wirklich so ist, dass er sich halt auch aktiv verliebt, ist es hier dann mehr so am Ende. Fand ich jetzt widersprüchlich zu Pacific Palace, weil dort dieses wäre es das erste Mal gewesen, dass sowas eine Rolle spielt. Aber nein, es war auch in dieser Geschichte schon drin. Ein klassisches franco-belgisches Abenteuer, auch ein
bestimmte Sachen werden halt sehr übertrieben. Das passt aber eben zum Spyro-Abenteuer. Ist also vollkommen cool. Die Zeichnungen, ja, sind nicht ganz so mein Fall. Weiß aber nicht, woran es liegt. Also ich kann es nicht genau betiteln. Also Hintergründe finde ich gut, aber irgendwie gefallen mir die Charaktere nicht so gut. Ja. Kann ich aber, wie gesagt, nicht benennen, woran es jetzt liegt. Meist ist das einfacher für mich zu benennen. Ich kann es aber in diesem Fall wirklich nicht so genau benennen, warum sie mir halt nicht so sehr gefallen. Ja, weil so weit ab sind sie ja dann doch nicht, aber gleichzeitig doch irgendwie, also ja, da ist es halt so das einzige Problem. Aber so als Abenteuer fand ich es ganz unterhaltsam. Es wird aber jetzt auch nichts sein, was sich in meinem Kopf wirklich einbrennt, weil da fehlt die eigene Note, muss ich einfach sagen. Da haben wir einfach mit Tulpen aus Istanbul, glaube ich, hieß es. Das hatte so eine ganz klare eigene Note im RCC und auch von den Zeichnungen. Dann natürlich das mit der Comic-Messe auch richtig, richtig stark. Das wird sich einbrennen. Und natürlich Pacific Palace. Flix zum Beispiel ist bei mir auch nur so im Hinterkopf, weil es halt von Flix ist. Das wäre halt von storymäßig auch einfach nur ein klassisches Büro, Fantasio, Abenteuer in meinen Augen, nur mit so ein paar Hommage- und Anspielungsmomenten. Aber ansonsten wäre es jetzt auch nur nichts mit so einer groß eigenen Note. Da ist das das Masopilami-Album von ihnen weitaus cooler und interessanter gestaltet, sag ich mal, mit einer viel höheren eigenen Note. Und hier weiß ich nicht. Also ich glaube, das wird jetzt sich nicht bei mir im Kopf festsetzen. War aber ein schönes Ding für zwischendurch. Und natürlich möchte ich auch irgendwann diese ganze Spezialreihe natürlich vollständig haben. Natürlich nicht jetzt die Sachen, die ich schon in den Gesamtausgaben habe. Also was hier noch von Frocon und GG drinne erscheint, das spielt für mich natürlich, und von Rob Vell, das spielt für mich keine Rolle. Das habe ich ja schon. Aber diese ganzen Alben, die hier noch als Hommage und so erschienen sind, die möchte ich natürlich auch dann noch irgendwann haben. Das ist dann noch so eine Baustelle. Und dementsprechend freue ich mich natürlich, dass ich das jetzt auch lesen konnte. In diesem mega opulenten Paket, was ich ja von Robert Vorher bekommen hatte, war ja auch dieses Prachtstück. Torso, eine True Crime Graphic Novel von Brian Michael Bendis und Marc-André Yoko. Und das Ding hatte der Earl auch schon mal irgendwann vorgestellt, als ich für Bendis so geschwärmt habe, hatte er dieses Werk damals kurz mal rausgeholt. Denn dieses Werk ist nicht nur von Bendis geschrieben mit Marc-André Yoko da zusammen, den irgendwie niemand kennt. Auch Craig Rooker, der hier das Vorwort zuschreibt, kennt diesen Marc-André Yoko nicht. Also wahrscheinlich wird es einfach nur jemand gewesen sein, der halt mit Brian, also für Brian Michael Bendis so ein bisschen Recherche betrieben hat. Brian Michael Bendis hat hier auch gezeichnet. Ja, ist interessant. Und ich muss sogar sagen, also was er so zeichnet, ist gar nicht so schlecht. Ist zwar wirklich so ein klassischer Kontraststil, aber man merkt, es ist schon gezeichnet. Also es ist nicht einfach nur, dass diese Charakterzeichnungen jetzt irgendwie Fotos sind, wo man halt jetzt den Kontrast hochgedreht hat, wie man das ja immer dem guten Andrea Sorrentino unterstellt, wo jetzt auch neue Sachen sind mit KI wohl angeblich, da bin ich ja sehr gespannt. Aber hier muss man auch dazu sagen, es gibt's hier drinnen, wie ihr hier zum Beispiel seht. Also hier haben wir auch ein Foto, das wurde einfach nur der Kontrast hochgedreht, dann auf schwarz-weiß gepinnt und so dann hier reingefotoshoppt. Also davon haben wir sogar einige. Auch hier seht ihr gezeichnete Hintergründe, aber hier gibt's ganz viele Hintergründe, die einfach wirklich Fotos sind, die man einfach ein Foto in schwarz-weiß genommen hat und hier mit reingeknallt hat. Das wäre wahrscheinlich so der größte Kritikpunkt. Aber im Großen und Ganzen geht es um eine Story und wie gesagt, es ist halt ein True-Crime-Comic und ich habe mir gedacht, wenn wir diesen Comic-Treff zum Krimi-Spezial haben, ne? Dementsprechend macht mal Hashtag Comic-Treff unten in die Kommentare, so als Support-Kommentar würde ich jetzt an dieser Stelle gleich mal sagen, habe ich mir den halt doch gleich geschnappt. Jetzt wäre es schön, wenn die Sammlerecke-Bestellung vielleicht noch bis Montag da wäre. Da wäre nämlich noch eine Sache drin, die ich gerne bis dahin gelesen hätte. Ansonsten sieht es sehr mau aus mit dem, was ich vorstelle. Wir schreiben das Jahr 1935 und der gute Elliot Ness, der einst hinter Al Capone her war in Chicago,
Er selbst hat ihn ja dann am Ende nicht gekriegt. Das war dann die Steuerverhandlung. Aber er hat dort sehr stark gegen die Korruption innerhalb der Polizei gekämpft. Ja, hat jetzt einen Posten in Cleveland angenommen. Und von Howard the Duck wissen wir, es kommt nie was Gutes raus, wenn man nach Cleveland reist. Und so ist das auch hier für den guten Elliot Ness. Erstmal macht man sich sehr stark über ihn lustig, weil er ja Al Capone nicht geschnappt hat, sondern die Steuerverhandlung. Also darüber macht man sich schon lustig. Dabei übersieht man halt, was er halt wirklich in Chicago geleistet hat mit seiner Bekämpfung gegen die Korruption, was er natürlich hier auch machen will. Und so fliegen erstmal sehr viele korrupte Bullen raus unter ihm. Denn er ist hier Polizeidirektor. Er schmeißt erstmal wirklich, er sieht richtig aus, aber man merkt auch bei ihm, es funktioniert nicht ohne die korrupte Seite. Er hat diesen Posten auch nur durch einen korrupten Politiker bekommen. Ne? Das wird dann später noch bearbeitet, weil die sich beide dann immer zu gegenseitig bedrohen und er dann sagt, hey, sei froh, dass ich die Fresse halte, denn du bist ja auch einfach nur so ein korruptes Arschloch. Ne? Der einzige Grund, warum ich dich nicht verrate, weil ich dich hier brauche, damit ich die Korruption innerhalb der Polizei aufhalten kann, und dementsprechend muss ich leider die Korruption in der Regierung erstmal hinnehmen. Ne? Also jedenfalls, scheinbar geht es erstmal gar nicht um Elliot Ness. Der ist hier einfach dann nur der Polizeidirektor. Für uns sind zwei andere Detectives von Bedeutung, und zwar der gute Simon und der gute Walt. Denn die beiden werden zu einem grausigen Tatort gerufen, wo man, wie ihr seht, eine stark verstümmelte Leiche findet. Kopf ist weg, Hände abgetrennt, ein Bein abgetrennt. Einziges Erkennungsmerkmal sind halt einige Tattoos, die auf Comics rückschließen lassen, wie hier aus Little Nemo. Mir fällt aber gerade der Name nicht ein. Das ist so das einzige Erkennungsmerkmal. Und so geht es dann Step by Step weiter. Es werden immer mehr grausige Funde gemacht, die man halt alle versucht, einem Täter zuzuschreiben, weil immer Verstümmelungen da sind. Im Regelfall fällt der Kopf. Man kann die wenigsten davon identifizieren. Es gibt nur ganz, ganz wenige Ausnahmen, wo man identifizieren kann. Und eben Walt und Simon sind halt eben immer wieder mit ihrer Arbeit daran, den Täter herauszufinden. Leider hilft ihnen der Gerichtsmediziner auch nicht so wirklich, wie wir dann zur Hälfte des Bandes mitkriegen, dass der irgendwie eher im Weg gestanden hat, diesen Fall aufzulösen, als der nämlich dann in Rente geht und ein neuer Gerichtsmediziner auftaucht und plötzlich sagt, jo, was mein Vorgänger da erzählt hat, das ist im größten Teil scheiße gewesen. Schaut euch das an, schaut euch das an. Da sind eure Hinweise, die ihr braucht, um diesen Fall vielleicht doch noch einen Täter zu finden, was halt dann auch nochmal sehr interessant ist. Ja, während halt der gute Elliot Ness, wie gesagt, gegen die Korruption kämpft und dazu nämlich eine Pressekonferenz nach der anderen auch ablässt, um immer wieder zu begründen, warum er jetzt bestimmte Polizisten entlassen hat, ja, wird er dann auch irgendwann mit den Torso-Morden, wie sie genannt werden, konfrontiert. Was er jetzt dagegen tun wollen würde, und er versichert halt der Presse und der Bevölkerung, da sind Spitzenpolizisten dran, die kümmern sich darum. Ich bin nicht an jedem Fall hier einzeln bedient, aber dafür habe ich ja meine Leute, die machen das. Ja, aber der Druck wächst und wächst, so dass sich der gute Elliot Ness dazu genötigt fühlt, sich der Sonderkommission Torso anzuschließen. Also sozusagen Walt und Simon melden alles jetzt ihm. Er wird direkt involviert. Die arbeiten ganz eng zusammen. Das Comic versucht uns auch immer gleich so einige Personen so verdächtig erscheinen zu lassen. Wie gesagt, wir haben den Gerichtsmediziner, der ja eindeutig irgendwelche Beweise zurückhält. Aber auch Simon verhält sich immer wieder sehr merkwürdig. Und auch aus der Ecke Elliot Ness würde ich ein, zwei Verdächtige nochmal aufzählen, die ja vielleicht der Täter sein könnten. Hierzu muss gesagt sein, dass dieser True Crime Fall bis heute nicht wirklich gelöst wurde. Zumindest nicht so, dass wir als Außenseiter wissen, was los ist. Denn Elliot Ness hat sehr wohl irgendwann bei einer Pressekonferenz bekannt gegeben, der Fall ist gelöst und geschlossen. Das Problem ist, die Akten zu dem Fall sind verschwunden. Jetzt sind wir hier in einer Spekulationsblase. Und das ist natürlich schwierig, wenn Elliot Ness eigentlich jemand war, der gegen Korruption gekämpft hat. Wir wissen aber,
wenn es denn so stimmt, dass der damalige Bürgermeister auf alle Fälle auch ein korruptes Schwein war. Schwierig, ne? Könnte der Einfluss auf den Fall genommen haben, einen Täter geschützt haben? Hier drinne finden wir einen Täter. Der wird uns präsentiert und es wird uns sogar logisch erklärt, wieso dieser Täter nie öffentlich benannt wurde und theoretisch warum dementsprechend auch diese Akten verschwunden sind oder zumindest nicht einsehbar waren. Aber wir wissen, sie sind mittlerweile verschwunden. Sie sind nicht nur nicht einsehbar, sie sind komplett verschwunden. Es bleiben natürlich immer noch die Beweise, die sind übrig. Also wir haben hier ganz viele Kriminalfotos und Zeitungsartikel, die hier mit drin sind. Hier seht ihr übrigens den guten Walt mal, ja, mit ne, also in echt, ne, der hier drinnen ja immer wieder auftaucht. Bei Walt ist es ja auch so, hier im Comic habe ich ganze Zeit an Bendis gedacht, auch so von dem Lächeln her, das änderte mich stark an Bendis. Ich denke, er hat sich hier auch selber als Vorlage genommen, muss ich sagen. Aber hier, ne, das wäre ja in echt und sehen sich halt doch sehr ähnlich, die beiden. Also es gibt sehr wohl noch, dass Beweise noch da sind und alles, aber die Akten selbst ist halt verschwunden, wo halt auch theoretisch der Täter benannt wurde. Und wenn diese Lösung, wie hier drinnen gefunden ist, warum der Täter nicht benannt werden durfte und nicht angezeigt werden durfte, so wirklich in Amerika das Gesetz so ist, oder zumindest damals war, sehr fragwürdig dann auf alle Fälle. Das heißt nicht, dass das der Täter ist oder sonst was. Ich muss auch sagen, unsere beiden Agenten stoßen dann eher zufällig über den Täter, nimmt dann am Ende vor allem nochmal im letzten Kapitel nochmal eine extremst heftige Wendung, aber generell gerade die letzten zwei Hälfte, die drehen ordentlich auf. So die erste Hälfte hat es schon seine Längen, weil man auch gar nicht weiß, was lese ich jetzt hier, weil wir haben die Elliot Ness Story, die erstmal gesondert von dem Torso-Fall läuft und das Weiß läuft immer nebeneinander, man weiß es dann manchmal gar nicht, wo man ist. Dieser Schwarz-Weiß-Stil auch nicht so hilfreich. Und was ich halt geil finde, ihr wisst, Bendis hat so bestimmte Marotten in seinen Comic-Erzählungen, die wir hier drin halt auch finden. Bei einem Comic, was er selbst gemacht hat. Zum Beispiel hier, wir haben eigentlich ein großes Panel, was durch mehrere kleine getrennt wird, in dem sehr viele Informationen versteckt sind, also in dem die Story vorangeht. Ja, oder auch diese Gestaltung hier, das ist natürlich etwas, was wir sehr oft bei Powers gesehen haben. Wir haben hier aber auch natürlich den Moment, wo unsere beiden Detectives Zeugen nach Zeugen suchen. Kennen wir zuhauf, das ist eigentlich in jedem Bendis-Comic mindestens einmal drinne gewesen. So eine Seite, wo man auch davon ausgehen muss, dass hier dann von natürlich auch einige Freunde und Kollegen dabei sind. Ja, das wurde ja auch bei Nailbiter mit auf die Schippe genommen. Und das wurde auch bei Crossover mit auf die Schippe genommen. Also das findet ihr hier drinne. Auch dieses typische, einfach, wir haben nur ein Standbild und packen da Sprechblasen rein, Ding, das ist hier drinne. Und natürlich glaube ich, da verlieren viele Leute die Lust, denn wir müssen hier mal ehrlich sein. Es geht hier los, groß eingezoomt, ne? Das ist ja immer noch alles dasselbe Bild eigentlich. Hier geht's weiter. Und hier noch. Und der einzige Unterschied ist, dass der Hintergrund aktiver wird und ab und zu ein kleiner Lichteffekt hier auf der Mütze des Polizisten mal schimmert. Aber genau dafür liebe ich halt Bendis oder sowas hier. Also ich liebe Bendis genau für solche Spielereien, die Geschichte meiner Meinung nach super spannend erzählt. Wie gesagt, anfangs hat es ein paar Längen. Na, auch hier, man muss das ganze Comic plötzlich umdrehen, um es lesen zu können. Also auch stilistisch ist hier einfach einiges geboten. Und die Fallauflösung am Ende fand ich auch richtig, richtig stark. Kurz und bündig, ich bin begeistert. Ja, generell muss ich ja jetzt sagen, ich habe generell nicht so eine hohe Stückzahl an Comics weggelesen, aber ich möchte mal behaupten, Seitenzahl habe ich schon ordentlich weggelesen. Man habe ich hier zwei, eigentlich theoretisch drei Gesamtausgaben drinnen mit drei Alben, vier Alben und einmal zwei Alben in dieser Folge mit dabei. Und das alleine ist halt eine ordentliche Menge an Seitenzahlen und das muss man dann halt auch mal auf die Stückzahl runter. Also habe ich schon, weil eine Menge gelesen, aber eben jetzt Stückzahl kommt jetzt nicht so viel mehr jetzt in den Quickies dazu. Auch digital war die Woche jetzt nicht so viel zu lesen. Fühl mich parat. Ich habe nur den zweiten Band zu Justice League von Geoff Johns und Jim Lee gelesen, also New 52. Den ersten habe ich ja im Print, den habe ich ja damals beim Comic Club gewonnen. Und der hatte mir ja sehr gut gefallen und ja, einer meiner Zuschauer, ich weiß halt immer nicht, ob ich den Namen mit nennen darf oder nicht, darum, erzählt mir halt immer wieder, wie gut dieser Run ist. Und ich bin auch schon mitten im zweiten Album, die Wonder Woman Story ist durch, ich bin jetzt bei der Aquaman Story und
Das ist ein echt toller Run. Das kann ich auf jeden Fall schon mal sagen. Ja, es sind jetzt 5 Jahre zwischen Band 1 und Band 2 vergangen. Liegt ja einfach daran, weil New 52 beginnt ja generell eigentlich 5 Jahre, nachdem alle Helden so in Erscheinung getreten sind. Das war ja so dieser Fixpunkt, den man für New 52 ausgewählt hat. Nur bei der Justice League musste man ja irgendwie erzählen, wie sie zusammengekommen sind. Und darum hat man so einen Punkt vor 5 oder 3 Jahren, keine Ahnung, gewählt, wo die ganze Geschichte ihren Anfang nimmt, wo Darkseid schon angeteasert wird, was ja später im Darkseid-Krieg auch endet. Und jetzt sind halt 5 Jahre circa vergangen und die Helden als Team, als Justice League sind halt, ja, haben ihre Akzeptanz in der Bevölkerung, werden verehrt wie junge Götter. Die amerikanische Regierung ist in vielen Punkten nicht so ganz einverstanden, aber der Ex-Freund von der guten Wonder Woman, Steve Trevor, glaube ich, heißt er, hält auf alle Fälle so die Politik so ein bisschen von ihnen fern, gilt einfach nur als Verbindungsmann, aber im Endeffekt ist seine Aufgabe, dass die Justice League in Ruhe lassen. Jetzt ist aber so, dass der Erfolg der Justice League weltweit nicht so ganz von alleine kommt, denn nach ihrem ersten Erscheinen hat ein Autor ein Buch über unsere Helden geschrieben, denn die Helden haben ihm und seiner Familie das Leben gerettet. Was aber niemand weiß, ist, dass nach und nach die Familie dieses Autoren gestorben ist aufgrund der Nachwirkungen der Rettungsaktion der Helden. Und so hat sich diese Verehrung dieses Schriftstellers nach und nach in Hass umgewandelt. Und er selbst greift jetzt die Justice League an, um sie zu dekonstruieren, obwohl er dabei sogar positive Ziele verfolgt, muss man auch dazu sagen. Also er hat damit schon ein positives Ziel, ist aber schon recht heftig. Also da passiert hier viel Emotionales. Also das muss ich einfach sagen, allein schon dieser Background mit dem Schriftsteller, aber auch wie dadurch unser Team miteinander agiert. Es kommt auch zum Bruch zwischen der Justice League und Green Lantern, weil Wonder Woman und Green Lantern hier aufeinander losgehen. Dann gibt es einen sehr interessanten Moment mit Cyborg, wo er sich dann halt fragt, ob er überhaupt noch das menschliche Wesen ist, was er einst war, oder ob er einfach nur eine KI ist. Das ist halt auch sehr interessant. Unsere Helden durchleben ihre Verluste in diesem Band nochmal. Also wirklich sehr geil einfach. Also es hat mir richtig, richtig Spaß gemacht. Mein Kumpel, mit dem ich halt immer hier drüber so ein bisschen schreibe, er sagt immer, es ist der beste Run, den er gelesen hat. Muss ich natürlich jetzt ehrlich gesagt auch sagen, weil ich habe jetzt nicht mehr gelesen. Ich habe diesen und den Scott Snyder Run gelesen und Scott Snyder war echt überhaupt nicht mein Fall. Und das Ding ist einfach einsteigerfreundlich. Du kriegst die Figuren vorgestellt, du hast emotional, was losgeht. Auch untereinander im Team passiert ganz viel Emotionales, was ich richtig, richtig stark finde. Ob es aber wirklich der beste Run ist, möchte ich anzweifeln. Ich würde diesen Run einfach auch mit vergleichen mit dem Batman New 52 Run. Es ist einfach saugut geschrieben, super unterhaltsam, ne? Und einsteigerfreundlich. Alles das, was auch schon bei Batman New 52 war. Und das macht es zu einem guten Run, aber ich denke, es ist mit Sicherheit nicht der beste. Also ich hatte ja auch nochmal hier so die ersten Bände aus einem anderen Justice League of America Run mit Red Tornado. Den würde ich, soweit ich ihn bisher gelesen habe, immer noch als stärker betrachten. Aber das ist einfach wirklich ein super geiler Snack einfach. Dann habe ich noch Batman Heft 82 gelesen. Hier drinnen haben wir aber jetzt keine der regulären Batman Hefte, sondern Legends of the Dark Knights 85 bis 88. Das ist aber jetzt kein mega dickes Heft oder so. Diese Legends of the Dark Knight wären nur halbe Hefte gewesen sein. Und die sind auch nicht im Print erschienen, sondern das war eine rein digitale Veröffentlichung. Ich weiß jetzt nicht, ob das zu vergleichen ist wie mit den Marvel Infinity Sachen. Da waren die Hefte, die am Ende rauskamen, ja auch dünner. Dafür waren aber, wenn du das halt so digital gelesen hast, haben sich die Panel halt immer weiterentwickelt. Weiß ich nicht. Kann ich mir hier aber nicht vom Artbook her vorstellen, dass hier irgendwie so aufbauende Panelgestaltung ist. Und die Sprechblasen geben das meiner Meinung nach auch nicht her, dass jetzt hier vielleicht nur erst das Auto war, dann Sprechblase 1, Sprechblase 2, Sprechblase 3 und so weiter. Das kann ich mir hier nicht von der Panelgestaltung vorstellen. Legends of the Dark Knight ist ja immer eine Reihe, die in der Vergangenheit angesiedelt ist, wie ihr, denke ich, alle wisst. Also wir sind halt nicht im Hier und Jetzt, wir sind irgendwo in den Anfangstagen von Batman. Das ist auch noch die Zeit, wo Falcone immer noch aktiv ist und die Tochter von Falcone wurde entführt. Und der gute
Batman entscheidet sich gegen den Willen von Falcone, die Tochter zurückzuholen. Dabei steckt aber hier etwas Übernatürliches dahinter, was sehr interessant war. Die Zeichnungen, denke ich, habt ihr gesehen, die sind auch über jeden Zweifel erhaben. Trotz allem würde ich halt jetzt sagen, dass es kein etwas irgendeinen Nachhall hat oder was irgendwo wichtig ist. Also ich denke nicht, dass das eine Geschichte ist, die einem in Erinnerung bleibt. Das ist sowas, das hat man dann gelesen und dann landet es in der Kiste und irgendwann in 15 Jahren packt man es mal aus und fragt sich, oh, was war das? Blättert rein und denkt sich, oh, irgendwie so ganz, ganz dunkel ist da noch irgendwas im Hinterkopf. Also es ist keine nachhaltige Geschichte und ist natürlich eigentlich auch blöd, weil die ist von 2015 jetzt die Geschichte, sie ist halt nur ein Lückenbüßer, weil man für Night Terrors Platz machen wollte. Und ähnlich sieht das dann leider auch mit Heft Nummer 82 aus. Hier haben wir erstmal Brave and the Bold 3 mit der ersten Story, wo der gute Batman auf einen Mr. Baseball trifft. Das ist aber schon eine coolere Story, kann ich mir auch gut vorstellen, dass Mr. Baseball nochmal auftaucht. Und danach haben wir zwei Backup-Stories aus Detective Comics 1027, was ja die 1000. Ausgabe von Batman in Detective Comics war. Das war ja dieses zweite kleine Jubiläum und da waren wohl noch ein paar Mini-Stories übrig. Wer weiß, wie viele da noch auftauchen. Jedenfalls haben wir dann jetzt hier nochmal zwei. Die eine ist halt total anstrengend, würde ich eher am ehesten bezeichnen. Bruce und ein kleines Bergungsteam gehen auf offene See, um ein Schiff von Bruce Großvater wieder zu finden, auf dem wohl Kunstschätze von den Nazis geschützt werden sollten und das Schiff ist gesunken und ja. Fand ich jetzt nicht so geil. Die nächste Story, die finde ich aber richtig geil, ist nämlich eine Dr. Phosphorus Story. Den habe ich bisher nicht nur bei Batwoman so richtig gehabt, oder war es Catwoman? Ne, bei Catwoman war es, nicht bei Batwoman, bei Catwoman war es. Der hier Batman zu einem letzten Kampf herausfordert, zu einem letzten Tanz. Und das fand ich auch sehr interessant angesetzt. Diese Story ist auch von Scott Snyder. Und dementsprechend gibt es hier so Überschneidungen zum Scott Snyder ran oder eben zu Catwoman und Batman. Was auch schon cool war. Aber auch dieses Heft ist halt nur ein Lückenbüßer. Beide Hefte haben mir jetzt nicht so viel gebracht. Und so, jetzt muss dann erstmal Night Terrors ans Laufen kommen. Fall of X geht weiter mit die fürchtlosen X-Men Nummer 25. Jetzt haben wir hier zwei US-Hefte drin. Wir haben nämlich die regulären X-Men hier drin plus X-Men Dark. Und ich hatte ja gesagt, nach Fall of X, ich würde jetzt am liebsten alles direkt danach weiter verschlingen, weil ich will wissen, wie das alles weitergeht. Das ist ja so heftig. Ich spoilere jetzt, was im was in der letzten Hellfire Gala passiert ist. Okay? Jetzt. Okay, es geht los. Orcus hat einen neuen Genozid an den Mutanten durchgeführt, indem sie mit Hilfe von Charles Xavier alle Mutanten gezwungen hat, durch die Krakau-Portale zu gehen, die sie eigentlich nach Arako bringen sollten. Dort sind die aber nie angekommen. Die sind einfach alle tot. Die einzigen, die das überlebt haben, sind im Großen und Ganzen die gewisse C-Blocks aufgebaut haben. Also im Großen und Ganzen nur die Schüler von Charles Xavier. Und bei der Hellfire-Gala waren natürlich auch wieder große Politiker mit dabei. Die Avengers mussten ja kurz ausrücken, weil angeblich Captain Krakau Washington DC angreift. Also waren dort jetzt nur noch menschliche Gäste, dann da keine weiteren Superhelden. Und Orcus hat auch die alle umgebracht und schiebt das jetzt den Mutanten in die Schuhe. An sich ist sogar Orcus jetzt nach dieser ganzen Hellfire-Gala-Aktion auch noch die Stimme der Vernunft, die eben öffentlich immer wieder sagt, nicht alle Mutanten sind so. Und den Mutanten jetzt die Möglichkeit gibt, mit ihren Raumschiffen nach Arako zu kommen. Was sie auch wirklich machen. Also diesmal bringen sie nicht alle um. Also schicken sie wirklich nach Arako. Aber auch hier muss man sagen, das ist einfach nur noch das i-Tüpfelchen zum Genozid. Das ist einfach die Zwangsdeportation der überlebenden Mutanten in einen Staat, in den sie nicht gehören. Und ja, da muss man jetzt sogar Parallelen zu aktuellen politischen Ereignissen ziehen, die mit Sicherheit zu diesem Zeitpunkt, als das geschrieben wurde, nicht in der Planung waren, dass das passiert. Aber genau das müssen wir jetzt sehen. Denn die Araki und die normalen Mutanten, also die Erdmutanten,
Die haben ja keine Verbindung miteinander. Die sind sich ja feindlich gesinnt, allein schon, weil die Araki anders aufgewachsen sind. Sie sind ein Kriegerstamm. Das heißt, für Mutanten von der Erde ist das kein guter Ort. Jetzt zusätzlich herrscht Bürgerkrieg auch noch auf Araki. So, während auf der Erde eben einige Mutanten sich zum Widerstand verbinden. Und da haben wir unter anderem wieder die gute Shadow Cat, nur diesmal mit K statt mit C geschrieben. Also Kitty Pryde. Und die ist jetzt hier, nimmt wieder einfach ihre Anführerrolle ein, nur auf eine ganz andere Art und Weise. Das sehen wir vor allem in ihrem Rückblick, denn sie ist jetzt die letzte Mutantin, die noch durch die Krakau-Portale gehen konnte. Bisher konnte sie es ja nicht, aber Orchis hat halt an den Portalen rumgefummelt. Und dadurch können normale Mutanten jetzt nicht mehr durch. Aber sie lehnte sich auch so sehen an so ein Portal um und stürzte durch und landete in Jerusalem und wurde hier von feindlichen Soldaten direkt attackiert. Und ich sag mal so, sie zitiert hier einen ihrer Lehrmeister. Ich bin der Beste in dem, was ich tue, aber das, was ich tue, ist nicht gerade nett. In X-Men Dark geht es um Madeline Pyro, die ja seit Dark Web eine Botschaft in New York hat, unweit vom Baumhaus, und damit Zuflucht für dämonische Wesen als auch für Mutanten dort bietet. Dementsprechend sind mittlerweile auch viele Mutanten, die hier Zuflucht finden. Harbok ist wieder mit ihr zusammen, hilft ihr dabei, so die Regierungsgeschäfte zu leiten und vor allem auch zu entscheiden, wer hier Zuflucht bekommt, weil nicht alle Mutanten haben sich Krakau zugehörig gefühlt. Also wir sind jetzt hier übergreifend, ne, noch ein bisschen vor Hellfire Gala und gehen dann rüber danach. Und er hat halt entschieden, welche Flüchtlinge hier natürlich aufgenommen werden durften. Und natürlich hier den Übergang, Hellfire Gala, Mutanten werden gejagt, retten natürlich jetzt diese X-Men Dark. Mutanten. Da finden sich natürlich dann auch gleich neue Team-Members wie Gambit, Margot, den ich ja gerne so ein kleiner Fangiebling bei mir ist. Und womit ich nie gerechnet hätte, nie im Leben, wirklich nie im Leben. Eine dieser ganzen Krakau-Serien, die vor der Hellfire Gala gestartet ist und in der Hellfire Gala endet, bei der ich auch nach dem Lesen gedacht habe, das ist die unwichtigste Serie, die ich je gelesen habe. Sie hat eigentlich gar keinen Krakau-Bezug, wirklich, auch wenn sie in der Hellfire Gala mit einer Ausgabe hat, die wir im Deutschen in unserem Hellfire Gala-Band nicht bekommen haben, wo wir alle Hellfire Gala-Hefte bekommen haben, nur dieses Heine nicht. Das wird hier wieder aufgegriffen. Und die Rede ist von A Tribune of Atoms. Die werden hier wieder aufgegriffen, ne? Ist natürlich jetzt wieder richtig blöd für die Deutschleser, die gar nicht wissen, hä? Die jetzt davor stehen und denken, was ist denn das jetzt? Wer ist das? Aber ich fand das jetzt irgendwie richtig geil. Und noch eine Sache, die ich wichtig finde, jetzt zu erwähnen, ist, dass man hier innerhalb dieser Dark X-Men mal ganz kurz auf Dark Web eingeht, indem Madeline zu Ben geht, der ja bei ihr gefangen ist, und Ben ihr eben jetzt genau das vorwirft, was ich die ganze Zeit kritisiere, dass man für sie eine Lösung gefunden hat und dieselbe Lösung nicht für sie genutzt hat. Sprich, den Autoren bei den X-Men ist klar, dass das, was Zeb Wells da gemacht hat, total dämlich ist. Ja, finde ich halt geil. Dass da irgendjemand bei Marvel aufgefallen ist, wie dämlich Dark Web ist. Oh Gott, ich möchte jetzt am liebsten direkt wieder weiterlesen. Es ist so fies. Es ist so fies. Fall of X. Ich hoffe, dass es halt wirklich ein Fall of X ist und danach halt ein Soft-Reboot wieder stattfindet, damit die Hefte wieder so ein bisschen nicht einfach getrennt ablaufen, dass man wieder einfach nur eine Serie von X-Men lesen kann und für sich lesen kann, dass man dann eh mehrere Serien liest, ist ja eh klar, aber das war einfach alles zu dicht zusammenhängend. Das, was in der einen Story losging, wurde woanders beendet, das fand ich immer sehr anstrengend. Ging jetzt unter der Herrschaft von Gary Duggan, war das ein bisschen lockerer, aber es ist halt wirklich dieser enge Zusammenhalt, der war doch schon extrem störend. So, das letzte, was ich gelesen habe, habe ich vor langer Zeit von Robert Voorhees bekommen, also nicht aus dem letzten Paket, sondern dem Paket davor. Und das habe ich mir jetzt aus meinem Albumstapel gezogen. Ich habe ja gesagt, ich versuche ja meine Lesestapel abzuarbeiten, und zurzeit ist jetzt erstmal dieser Lesestapel mit den albenformatigen Sachen dran. Trotz allem muss ich dazwischen immer noch ein paar Heftsachen immer mal ablesen, sonst nimmt der wieder überhand. Aber im Großen und Ganzen konzentriere ich mich jetzt auf den, und da habe ich mir die 10 Gebote geschnappt. Mit daran schuld war jetzt auch der gute Earl.
Und der gute Reverend, die halt diese Kleinvorlage auf dem Kanal von Earls Waschmaschine durchgehen bei Old School. Die gehen jetzt ja durch und sind auch auf den Comic Plus Verlag eingegangen und was sie da so haben. Haben auch gesagt, dass da irgendwie nichts sie wirklich anspricht. Und mir geht das auch so. Alles, was in diesem Cover-Design erscheint, also hier mit diesem Schriftzug, spricht mich überhaupt nicht an. Auch beim Durchblenden denke ich mir immer, also wenn du da die Vorschau sein siehst, es spricht mich nicht an, es weckt nicht mein Interesse. Verlag scheint ja auch so nicht mehr in dieser Form zu existieren, zumindest nicht mehr, keine Comics mehr rauszubringen. Sie versuchen nur halt die Altsachen zu verkaufen. Ja, und da habe ich halt gesagt, ey, den habe ich liegen. Hier, 10 Gebote habe ich ein Band liegen. Ich lese den jetzt dann mal. Und Leute, das Ding ist so geil. Ich bin jetzt gerade am Überlegen, mir die Reihe komplett zu holen. Jetzt nicht unbedingt in der Gesamtausgabenfassung, weil da kostet ja auch ein Band für eigentlich gerade mal 2 Alben 30 Euro dann so rund. Aber die gibt's ja auch in Einzelalben. Die sind zwar etwas älter, sind dann halt nur normales Klebeding. Aber die kriege ich so für 7 bis 8 Euro im Schnitt. Und da werde ich mal gucken, dass ich mir das so ein bisschen zusammenhole. Und wenn ich dann doch nochmal eine Gesamtausgabe holen muss, dann hole ich halt noch eine Gesamtausgabe. Mir geht's ja wirklich nur um die Story. Aber ich habe das Konzept noch nicht so ganz durchblickt, muss ich dazu sagen. Aber hierhinter steckt extremst viel. Und ich werde euch diese Handlung gar nicht wirklich schildern können, weil das auf eine abgedrehte Art komplex ist. Und ich nicht weiß, wie ich das so wirklich euch beschreiben soll. Der gute Frank Giraud wird es, glaube ich, bestimmt ausgesprochen, ist damals zu Klenart gegangen mit der Idee für ein Werk namens Naik dreht sich hier drin, ne? Und hat aber denen die Pistole auf die Brust gedrückt, weil normalerweise ist es so, du schreibst ein Album, es wird gezeigt, es wird veröffentlicht und dann wird entschieden, ob es weitergeht. Er ist gleich dahin gegangen, hat gesagt, hier, das ist mein Konzept, das plane ich, 10 Alben brauche ich. Warum heißt das Ding 10 Gebote? Und er hat es bekommen. Zusätzlich ist für jedes Album ein anderer Künstler am Werk. Er hat sich also immer einen anderen Künstler geholt. Die ganzen Geschichten, die sind gebunden durch ein Buch namens Naik, welches aus Ägypten stammt, wunderbar gezeichnet ist. Es ist das einzige Buch, die einzige Auflage, die es davon noch gibt. Und in diesem Buch sind die 10 Gebote niedergeschrieben, die Mohammed aus irgendeinem Grund auf eine Lammkeule geschrieben hat. Also das wurde dort nochmal niedergeschrieben. Und dieses Buch eint Familien. Also eigentlich eine Familie und wir folgen dieser Familiengeschichte nach. Scheinbar aber nicht von vorne nach hinten, sondern von hinten nach vorne. Weil Album Nummer 5, was hier drin ist, spielt nach Album Nummer 6, was hier drin ist. Das heißt, ich gehe davon aus, dass Album Nummer 4 nach Album Nummer 5 spielt. Album Nummer 3 dementsprechend chronologisch nach Album Nummer 4. Also sprich, die Geschichte wird von hinten nach vorne erzählt. Natürlich nicht die einzelnen Alben, die werden erzählen ihre Geschichte in der richtigen Chronologie. Aber die Sortierung scheint verkehrt herum zu sein. Kann ich natürlich nur anhand dieses Bandes einschätzen. Und natürlich auch diese Verbindung, weil sich alles um dieses Buch dreht. Das ist sau interessant. Das erste Album beginnt 1915 und beschäftigt sich mit dem Genozid an den Armeniern und springt dann ein bisschen voran, nachdem unsere Hauptfigur seine Familie verloren hat und als letztes Überbleibsel das Buch Naik bekommen hat. Und mit diesem Buch möchte er dann ein paar Jahre später, wenn er selbst etwas älter ist, einen der Kriegstreiber von damals aus der Reserve locken. Der sammelt nämlich alte Bücher. Und dann springen wir halt ins Jahr 1882, wo wir sehen, wie eine Familie aus Ägypten, oder besser zwei Familien aus Ägypten, überschiffen. Und die eine Familie hat halt auch dieses Buch in ihrem Besitz. Und bei beiden Familien sind die Mütter schwanger. Und ja, dann sehen wir, wie eben eine junge Dame sich an einen jungen Mann verliebt, den wir bereits als Vater der Hauptfigur aus dem Vorgängeralbum identifizieren konnten. Also
Ihr merkt, das ist extrem wusig hier. Einfach mega. Es gäbe dann noch eine Nachfolger-Serie, die hat dann 5 Alben. Zumindest gibt es 5 Bücher. Ich weiß nicht, ob es dann aber nur auch Gesamtausgaben sind, dass da auch immer 2 Alben drinne sind bei Comic Plus. Oder ob das halt wirklich nur 5 Einzelalben sind, das weiß ich jetzt nicht. Ja, die heißt dann 10 Gebote, die Erben. Wäre jetzt auch erstmal für mich nicht so interessant, genauso wie das 11. Gebot interessiert mich jetzt auch nicht weiter. Aber diese Reihe ist auf alle Fälle in der Langzeitplanung drin. Das muss ich einfach weiter ergründen, wie diese Reihe aufgebaut ist. Mega. Einfach richtig, richtig mega. Also wow. Einfach wow. Na, und dabei kann ich nicht mal wirklich, so ist das nicht mal für mich richtig greifbar, weil ich halt einfach so mitten reingeworfen jetzt wurde. Wäre vielleicht noch was anderes, wenn ich wirklich mit dem ersten Album angefangen habe und hätte und da von da aus das Ganze hätte nach und nach identifizieren können. Aber davon will ich eindeutig mehr. So, damit sind wir für diese Woche durch, denn mehr habe ich nicht gelesen. Aber wir müssen halt wirklich sagen, also das war eine zweiteilige Gesamtausgabe, auch sehr textlastig. Da liest man schon ewig dran und dann noch Benny Bärenstark und ist noch gut mit rangehangen. Ist halt dann doch schon auf alle Fälle auch eine Menge, weil wenn du das auf die Einzelalben runternimmst, habe ich dann doch eine Menge gelesen, aber dadurch nicht mehr für die Quickies, aber eigentlich habe ich schon wieder viel zu viel in den Quickies gesagt, weil wir trotzdem bei 30 Minuten sind, das eigentlich nur ein Zeichen dafür ist, dass ich halt die X-Men und 10 Gebote doch als Einzelreview hätte machen können oder vielleicht sogar müssen. Ja, und dann denkt ihr bitte auch nochmal an den nächsten Comic-Treff. Der ist am Samstag, wie gesagt, wenn ich es richtig weiß, ist er beim Irr. Schaltet ein und dann würde ich sagen, wir sehen uns dann beim nächsten Mal. Tschö, Leute!